Moin. 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 Hallo, Frau Meier. Wir sind hier in der Bäckerei Meier in Wildeshausen. Herzlich willkommen. Es duftet hier so gut und es sieht auch alles schon so lecker aus. Ich bin total gespannt auf die Torte, die Frau Meier uns für den Kindergottesdienst versprochen hat. Für eine Torte braucht man ein gutes Rezept. Und das braucht man auch für den Kindergottesdienst oder für gute Arbeit im Kindergarten, auch für eine Ferienfreizeit. Vom 7. bis 13. März machen sich Mitarbeitende aus Bremen und Oldenburg Gedanken, wie solche guten Rezepte für die Arbeit mit Kindern aussehen können. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann schauen unter www.werktagung.de. Herzlich willkommen! Es geht um Macht teilen, Macht abgeben. Das hat schon etwas von einer süßen, leckeren Torte. Frau Meier gibt gerne von ihren Torten ab. Sie verdient schließlich ihr täglich Brot damit. Sehr? Oh, Frau Meier, diese Torte sieht aber lecker aus. Vielen Dank. Das könnte meine liebste Torte sein. Und wenn ich genau hinschaue, denke ich, die sollte ganz für mich alleine sein. Und wenn ich sie teilen muss, dann will ich wenigstens das größte Stück davon abbekommen. Also teilen scheint wirklich ein Problem zu sein. Und das geht nicht nur euch Kindern so, sondern das geht uns Erwachsenen genauso. Und deshalb ist es gut, sich nochmal darüber nachzudenken, was eigentlich teilen bedeuten könnte, wie man das einüben kann. Von daher, Birte, bin ich mal jetzt der Beauftragte für diese Torte, nehme sie mit zum Kindergottesdienst und da wird dieses Thema dann mal so richtig Thema sein. Wollen wir's? Okay, aber versprochen, ich kriege auch ein Stück ab, okay? Schauen wir mal. Tschüss. Tschüss und Dankeschön. Egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts. Ohne uns geht's schief, wir sind das Licht in der Nacht der Gemeinde. Egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind die Hefe im Teig der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Ohne uns geht gar nichts. Wir machen mit! Das habt ihr ja eben richtig laut gesungen. Aber sehen wir als Erwachsene das immer? Dass ohne euch Kinder gar nichts geht? Aus der Bibel hören wir, dass bei Gott gerade ihr, die Kleinen, ganz groß seid. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes und entzünden eine Kerze. Gott hat dich und mich und die ganze Welt erschaffen. Wir entzünden eine Kerze im Namen von Jesus Christus. Für ihn waren die Kleinen Vorbild für die Großen. Wir entzünden eine Kerze im Namen des Heiligen Geistes. Der sagt dir, ohne dich geht gar nichts. Bei Gott bist du ganz wichtig und groß. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, Kinder liegen dir am Herzen. Du willst, dass es uns gut geht.
Wir Kinder wollen zu unserem Recht kommen. Öffne uns Erwachsenen die Augen für die Kinder. Hilf uns, dass wir unsere Macht mit Kindern teilen. Amen. Lasst uns teilen, die Erde heilen, es ist genug für alle da. Lasst uns teilen, die Erde heilen, wer teilt, der fühlt sich wunderbar. Menschen sollten teilen, Essen, Zeit und mehr. Kann das denn so schwer sein? Ich wünschte es mir so sehr. Lasst uns teilen, die Erde heilen, es ist genug für alle da. Lasst uns teilen, die Erde heilen, wer teilt, der fühlt sich wunderbar. Viele müssen hungern, sind auf bettelarm. Teilst du mit den Schwachen, dann wird das Herz dir warm. Lasst uns teilen, die Erde heilen, es ist genug für alle da. Lasst uns teilen, die Erde heilen, wer teilt, der fühlt sich wunderbar. Wissen kann man teilen, dann wird alles gut. Kinder, steht zusammen, seid voller Lebensmut. Lasst uns teilen, die Erde heilen, es ist genug für alle da. Lasst uns teilen, die Erde heilen, wer teilt, der fühlt sich wunderbar. Machtgerecht verteilen, teilt sie groß und klein, wird für alle Menschen ein großer Segen sein. Lasst uns teilen, die Erde heilen, es ist genug für alle da. Lasst uns teilen, die Erde heilen, wer teilt, der fühlt sich wunderbar. Also Gesa, die Torte sieht super lecker aus. Ich könnte sofort ein Stück essen. So schnell geht das aber nicht. Für eine Torte, da braucht man doch einen Anlass, einen Geburtstag oder ein anderes Fest. Was ist mit dieser Torte? Naja, also diese Torte hat uns Frau Meier geschenkt für diesen Kindergottesdienst zur Eröffnung der Werktagung. Und Mia hat sie, glaube ich, einfach gefragt. Wie viele Torten insgesamt haben wir denn? Diese eine. Was? Wir haben nur eine einzige Torte? Aktuell ja. Das reicht doch niemals. Naja, für uns beide reicht es. Markus, was denkst du dir eigentlich dabei? Ja, eigentlich sollte sie ja auch nur ein Zeichen sein. Sollte so ungefähr ausdrücken, Kindergottesdienst, Kigo ist wie ein Fest. Manchmal lecker wie eine Torte. Und ihr habt euch noch gar keine Gedanken über die Verteilung gemacht? Nö, aber wir haben doch bestimmt Expertinnen und Experten für die Verteilung der Torte. Fragen wir sie doch mal. Also ich würde vorschlagen, dass wir die Torte in gleich große Stücke schneiden und an alle verteilen, die am Gottesdienst beteiligt waren. Das ist aber ungerecht. Ich habe mit Frau Meier gesprochen. Ich habe sie gefragt. Ohne mich hättet ihr gar keine Torte. Ich will mindestens 2 Stücke. Und was soll ich sagen? Ich habe noch gar nichts zum Frühstück gehabt. Ich brauche mindestens 2, wenn nicht 3. Tja, und nun? Wie verteilen wir die Torte gerecht und fair? Mit Entscheidungen, die alle nachvollziehen können. Und so, dass möglichst alle zufrieden sind. Gesa, ich glaube, ich habe da zumindest eine Idee. Wir brauchen euch Kinder.
Wir brauchen alle eure Ideen und Vorschläge, wie wir eine Torte, aber auch die Macht besser miteinander teilen können. Und wir brauchen einfach mehr Torten. Hat Jesus nicht auch irgendwie Brot vermehrt, sodass alle satt wurden und noch was übrig geblieben ist? Das muss doch mit Torte oder Kuchen auch gehen. Und da brauchen wir euch alle, kleine und große, alle, die ihr heute mitfeiert. Helft uns mit euren Ideen und Vorschlägen. Wie ist es zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule oder im Kindergottesdienst? Wo möchtet ihr als Kinder mehr gehört und beteiligt werden? Wo könnten uns eure Vorschläge guttun und uns Erwachsenen auf die Sprünge helfen? Schreibt eure Ideen und Vorschläge auf. Backt Kuchen und Torten. Oder wenn ihr sie nicht backt, bastelt sie. Aus Lego, aus Knete, aus Papier, was euch auch immer einfällt. Lasst eurer Fantasie einen freien Lauf. Wir brauchen eure Unterstützung. Macht dann bitte von euren Vorschlägen und Werken Fotos und schickt sie uns an die Seite, die wir jetzt gerade einblenden. Ihr findet diese Seite auch auf der Homepage der Werktagung. Beim Abschluss der Werktagung am nächsten Samstag, dem 13. März, zeigen wir eure Vorschläge, Bilder und Kunstwerke. Wir fänden es richtig toll, wenn ihr sagen würdet, wir machen mit. Mit uns wird Macht geteilt. Mit uns gibt's Torte satt. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich, dass die Rechte der Kinder von uns Erwachsenen gesehen, verstanden und umgesetzt werden. Wir bitten dich, dass die Erwachsenen die Kinder und ihre Ideen sehen. Wir bitten dich, dass Kinder Liebe erfahren und sich geborgen wissen. Wir bitten dich, dass Kinder in der ganzen Welt zu essen haben. Wir bitten dich, dass Kinder beschützt werden vor Gewalt. Wir bitten dich, dass die Kinder in der Kirche mitreden können und gehört werden. Gott, du hast uns lieb. Amen. Und jetzt lasst uns gemeinsam mit dem Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir wollen Gott um seinen Segen bitten. Das machen wir mit Bewegungen. Ich mache euch das einmal vor und dann wiederholen wir das alle zusammen. Gott, du bist innen und außen und um mich herum. Gieß über mich deinen Segen aus. Du sollst bei mir wohnen. Ich bin dein Haus. Amen. Und jetzt machen wir es alle zusammen. Gott, du bist innen und außen und um mich herum. Gieß über mir deinen Segen aus. Du sollst bei mir wohnen. Ich bin dein Haus. Amen. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind der Schatz im Acker der Gemeinde. Egal was andere meinen, wir machen mit.
Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht schief. Wir sind die Kinder im Leben der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind das Licht in der Nacht der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit. Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns geht's schief. Wir sind die Hefe im Teig der Gemeinde, egal was andere meinen, wir machen mit.